Alter, Wahnsinn. Achte mal. Das ist echt nur ganz kurz jetzt. Hier haben wir eine Schmutzwasserpumpe. Gerade mal 20 Minuten. Walnuss. 25 Kilo. Walnuss, Strahlgerät plus Absaugung, alles in einem geholt. Von Autol, diese HST558. Soll gut sein angeblich. Ich habe sie selber geholt. Wir werden das Ding auf jeden Fall mal testen. Willkommen bei den Kfz-Putzen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Audi A6. Gerade mal eingefahren mit 400.000 fast. Und da werden wir heute die Ansaugbrücke anschauen. Was mich natürlich interessiert, wie sehen die Kanäle aus? Und wenn die Ansaugbrücke verkokt ist, ich sag mal bei 400.000, das kann ja mal passieren. Und das ist ja genau hier drunter. Und das heißt, wir werden diese Ansaugbrücke einmal schön abbauen. Wie der von innen aussehen wird. Hier AGR geht hier rein. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Ibo, schon mal gemacht? Nee. Die das schon mal auseinandergebaut haben und geguckt haben oder gereinigt haben oder vielleicht sogar eine neue gekommen ist. Wobei ich das nicht glaube. Weil ich glaube schon, dass das noch die erste ist. Wird heute wieder spannend. Geil, freue ich mich schon. Die Glühkerzen noch gut sind, ne? Guck mal, hier fehlt eine Schraube, siehst du das? Ja. Hier ist eine andere Schelle. Ah, aber die Schraube ist noch drauf. So. Wenigstens ist das. Gucken wir uns, wie die Drosselklappe aussieht. Also guckt ihr das an. Das ist natürlich typisch, ist okay. Hab schon schlimmere gesehen. Oh. Ja, also es wird nicht besser, ne? Aber wenn der vordere schon so aussieht. Oh ja. Hier, ist, hier kommt das von AGR rein. Oh Mann, da ist und dann geht er hier durch. Ne? Du siehst, krass. Jetzt achte mal hier rein. Guck dir das an. Guck dir das hier an. Oh mein Gott. Das sieht ja auch schrecklich aus. Oh. Ja, guck dir das an. Guck dir diese Schicht an. Boah, achte mal. Ja, 400.000, ne? Aber ist das normal für 400.000? Das ist normal. Ist okay. Tja, also, hallo? Bei Diesel ist es ja immer so. Aber das wurde wahrscheinlich auch nie abgebaut, kann das sein? Ja, das kann sein. Das ist halt Ölstab. Ist kaputt gegangen. Passiert halt. Oh. Bevor wir hier reinschauen, schauen wir da rein. Aber wie? Guck mal hier. Ja, okay. Alle sehen so aus. Also hier, der wurde schon mal abgemacht. Und da wurde echt... Ja. Also die Ansaugung wurde schon mal abgemacht? Ja, boah, Ibo, bevor wir hier weitermachen, einmal bitte Staubsaugen hier. Aber da ist echt viel Dreck reingekommen. Guck mal, obwohl das alles so abgedeckt ist, kommt da trotzdem einiges an Dreck rein, ne? Warum ist denn hier ölig? Achso, ja, wir haben hier gerade die Leitung abgemacht. Okay. Ja, da ist was runtergetropft, glaube ich. Vorhin ja, irgendwo, alles genau. Gut. Ölfiltergehäuse einmal drauf. Jetzt schauen wir uns die Ansaugbrücke an. Komm. Die Drosselklappe haben wir uns hier angeschaut. Die war noch okay. Und dann hier sieht man erstmal,
was für eine Katastrophe, das ist schon. Wie machen wir das sauber? So ein Bad wieder oder so? Ja, jetzt komm, jetzt gucken wir uns das an. Hier sehen wir natürlich Schmand hoch 10, ne? Oh ja, hab ich vorhin schon gesehen. Ja, und jetzt, warte. Oh. Oh, okay. Nix, oh. Guck mal. Du siehst erstmal schon mal hier. Guck mal, hier war der Undicht. Siehst du das? Guck mal hier an. Ah, was ist denn hier passiert? Ja, hier ist doch irgendwas. Also hier ist ja schon undicht. Hier ist irgendwas passiert. Was auch immer. Auf jeden Fall sehr versicht. Ja, ich glaube, hier ist die Dichtung nicht richtig drauf gewesen. Aber guck dir das an. Boah, innen ist voll, Eidosch. Innen ist voll. Oi, 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 das Ding ist voll innen. Boah. Ja, ja, wir haben die Glühkerze einmal sauber gemacht. So, einfach gebrauchte Bremsflüssigkeit. Machen wir gleich bei allen 6 Glühkerzen rein. Das lassen wir einwirken. Hier hat er auf jeden Fall verloren. Da war was undicht, ne? Ja, also die Dichtungen und so sind alle platt. Gut, ne? Ja, ja, die sind platt. Ja, okay, geht. So schlimm sind die nicht. Aber die müssen alle raus jetzt, ne? Ja, was ab ist, kommt neu. Eidosch. Ja, das sowieso. Das ganze Schmund wird so hier drin sein, wo du nicht reinschauen kannst. Da mittendrin, ne? Ja, ich will jetzt auch meine Kamera, ehrlich gesagt, nicht reinstecken. Nee. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Nee, ja, aber dann machst du den gut dreckig. Schon arbeite ich hier mit anderen Herstellern hier. Schon sieht man, dass das nicht gut läuft hier. Guck mal. Schon alles ab. Alter Wahnsinn, achte mal. Das ist echt nur ganz kurz jetzt. Gut. Boah. Und da ist innen drin 100 Por, alles voll. Alles voll hier. So, hier auch, boah. Also jetzt zeige ich euch, wie ich das auf jeden Fall sauber mache. Und das wird interessant. Und das machen wir auch sauber. Ja. Okay, den muss ich jetzt nicht reinwerfen. Nutella in schwarz. Ach du Heilige, der obere hat überhaupt kein Loch mehr. Echt das? Ja, ja, hier ist alles zu gewesen. Oh mein Gott. Bist du so durchgedient? Ja, ja, ich habe da so richtig gemerkt, wie ich in so ein weiches hier reinsteche hier. Wahnsinn. Ach, Eidosch, glaub mir, da ist noch so viel drin. Guck mal, das verflüssigt sich gerade voll. Ja. Ja, aber das Problem ist, die Dinger werden auch irgendwann steinhart. Dann kriegst du nicht mehr ab wahrscheinlich. Da kriegst du es erstmal nicht ab und zweitens, die können in deinen Motorraum reinfallen und dann, ja. Ja, ne, wenn sich so ein Brocken ablöst, ja. Das ist sicher nicht gesund. Nee. Oh je. Jede Menge. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Ja, da haben wir auch ordentliche Brocken abgekriegt, ne? Ja. Ja, das ist ja alles vom AGR, ne? Wahnsinn. So, Leute. Der AGR ist ja dafür da, damit ihr eure Abgasnorm einhält. Ja. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das könnt ihr für euch selber entscheiden. Aber ihr dürft sowas auf jeden Fall nicht deaktivieren. Hier schöne Grüße an Mitje. Aber Mitje hat eine super Lösung, dass euer Auto danach nicht mehr so aussieht. Einfach Mitje anschreiben hier. So Tuning.
Hier haben wir eine Schmutzwasserpumpe. Und das Rohr schießt direkt mit Wasser rein. Genau, ne? Und dann wird er das schön rausschießen. Die Kanäle sauber. Genau, und was eigentlich sehr, sehr wichtig ist, was wir gleich reinkippen werden. Weil die Kanäle hier, das sieht man leider nicht, diese Kanäle sind alle zu. Weil die werden immer schmaler, die Kanäle hier. Ne? Wir machen jetzt unser Wasserstand erstmal so weit, wie wir es brauchen. Und danach werden wir da schön Saft drauf geben. Bis gleich. Das ist wichtig, dass der auch echt hier reingeht. Ne? Und auch bleibt, ne? Auch bleibt. So, den haben wir hier drinnen. Oh, jetzt ist gut. Komm anders. Rohrreiniger. Wie war das doch mal? Viel Lippen. Also Rohrreiniger reingemacht. Und? Dann Benzin, natürlich viel. Reibt sich ja auch. Dann Waschpulver. Und dann lassen wir das einfach. Das reicht. So, 4 Stunden einfach so laufen lassen. Ja. Aber guck mal, hier ist das ganze Schmutz schon so verblöd. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, heißes Wasser wäre besser? Ich zeig dir das jetzt. Das ist sehr gut, dass du es gesagt hast, Aidosch. Ja. Heißes Wasser hat ja auch einen Reinigungseffekt. Wasser ist natürlich kalt. Mach mal, wie viel Grad? So. Okay. 9,6 Grad. Und wir kommen nach 3-4 Stunden nochmal und dann messen wir nochmal, wie viel Grad dann das Ding hat. Weißt du, was ich gemacht hätte? Was denn? Ich hätte ein paar so Wasserkocher voll einfach da reingekippt. Nein, brauchst du doch gar nicht. Warum nicht? Die Pumpe wird ja von sich aus schon sehr heiß. Erhitzt das ganze das Wasser. Das war beim letzten Mal auch so, ne? Genau. Ich glaube schon, ja. Boah, das Ding ist schon ganz schwarz geworden. Es kann sein, dass ihr uns nicht hört. Wir lassen das auf jeden Fall mal 30 Minuten auch laufen. Das lassen wir auch mal ein paar Stunden laufen. Okay, dann gucken wir mal, wie lange. Guck mal in 3-4 Stunden nochmal. Ja. Die Uhr hat immer noch weitergelaufen. Was haben wir denn vorher nochmal gestoppt? Das war das davor, weil wir das schon mal gemacht haben. Nein, und das ist immer noch am Laufen gewesen. Jetzt? Also nach 3,5 Jahren sind wir wieder zurückgekommen. Wir werden die Einlasskanäle hier auch einmal sauber machen. Mit? Mit Walnuss. Mit unserem Gerät, was alles in einem hat. Schießt Walnuss raus, saugt ab. Wir werden das morgen einmal mal anschauen und dann werden wir das Ganze auch mal probieren, ob das geht oder nicht. Das wird auch sehr interessant. Oh ja. Ja, wir haben ja 286 PS rausgekriegt. Die Ansaugung draufklappen, Kanäle sauber machen, wenn Partikelfilter auch voll ist, Partikelfilter sauber machen und dann nochmal Leistungsmessung. Oh ja, das ist interessant. Da kommen ja 300 raus oder mehr. Und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze was bringt oder nicht. Dann sehen wir das auch schwarz auf weiß. Ja. Das wird interessant. Dann sag mal, bis in 3-4 Stunden. Wie viele Stunden sind jetzt um? 4 Stunden? 4 locker. Aber das Geile war ja, er hat ja auf der einen Seite viel mehr rausgeblasen, auf der anderen Seite nicht. Also war eine Seite ja fast dicht schon. Alles gleichmäßig. Siehst du das? Oh ja. Sprudelt das gleichmäßig. Ja, und jetzt, das meinte ich, guck jetzt an, wie viel Grad wir haben. Warte. 40 Grad. Ah, oder? Ja. Wow. Das Ding heizt ja richtig auf hier. Ja, mal noch mal aus und gucken uns das mal gleich mal ganz kurz an. Wasser sieht man ja, ne? So. Ja, hier schwarz Deluxe. Boah, das ist ja richtig heiß. Oho, achte mal. Und? Ja, das sieht ja wie neu aus. Das sieht echt fresh aus, du. Da ist ja gar nichts mehr dran. Wo ist das andere Teil? Was für ein anderes Teil? Das andere Teil. Ach so, ja, stimmt. Da ist ja noch ein. Du hast schon vergessen, ne? Ja, siehst du mal. Guck, der ist ja auch schon besser auch. Aber mit dem kannst du doch durch jetzt. Da ist bestimmt nicht schlecht, oder? Zeig mal. Der sieht aber auch schon super aus. Der sieht auch gut aus. Machen wir mal so.
Alles klar, kannst du ausmachen. Was ich dann halt später gesehen habe, das habe ich leider nicht aufgenommen, aber ich glaube, das sieht man am Anfang, wenn wir hier Wasser hingehalten haben oder hier hin, egal, Eidosch, ne? Einen von diesen Löchern, dann hat man gemerkt, dass hier einfach voll viel rausgekommen ist und hier nicht. Ja, genau. Genau. Und dann später, als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich dann gesehen, dass es gleichmäßig war. Ja. Dass hier irgendwo am meisten zu war, genau hier drin. Wie sieht das aus? Guck mal, hier Ultraschall. Ja, das sieht auch gut aus. Das ist doch sehr viel schon ab. Mhm. Da brauchst du jetzt so eine Zahnbürste. Ja. Das sieht doch gut aus hier. Gelungen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, Ansaugbrücke haben wir fertig gemacht. Die lassen wir auch. Die können wir auch so wieder... Oh! Ja, die Ansaugbrücke werden wir wieder einbauen. Mhm. Ist ja klar. Alter, ist einfach mal eine neue Ansaugbrücke geworden. Geil. Hast du bestimmt neu gekauft, du? Du gibst es nicht zu. Ich habe es neu gekauft, ja. Die Ansaugbrücke geht ja hier rein und geht direkt runter in den Brennraum. Mhm. Also hat ja Ruß nicht so viel Platz, ja, um irgendwas abzulagern. Mhm. Aber was wird schlimmer sein? Die Einlasskanäle werden schlimmer aussehen. Okay. Also das müssen wir auf jeden Fall machen, weil der ist ja so verbaut. Es ist ja nicht wie bei manchen anderen Autos, also bei den üblichen Autos, die immer von der Seite sind. Mhm. Hier hat er den richtig nach unten. Das heißt, wo wird er am meisten Ablagerungen haben? Genau hier. Hier wird er am meisten die Ablagerungen haben, weil hier alles gerade ist. Mhm. Und hier nicht. Das heißt, du würdest, glaube ich, einen A6, der so eine Ansaugbrücke hat, sehr, sehr schwer finden, dass hier alles zu ist. Also das muss schon ein Extremfall sein. Willst du denn hier eigentlich dann noch mit der Kamera reinschauen in diese Kanäle? Ja, das werden wir morgen machen. Ich bin gespannt, ob das Gerät gut ist. Kann man da denn was falsch machen eigentlich? Walnuss? Ja. Ja. Kann man da was zerstören damit? Ja. Wie ist es denn, wenn da Walnuss reinkommt? Wird das auch abgesaugt? Ja. Was ist, wenn da Teilchen drinnen bleiben, weil der nicht so eine gute Leistung hat? Dann hätte man ein Problem, ne? Problem. Okay. Aber wir gehen mal davon aus, das Ding wird es ja packen. Das wirst du doch alles sehen beim nächsten Mal. Ja, ich weiß, aber das sind so Sachen, die mich jetzt interessieren würden natürlich. Ja, du bist doch nächstes Mal dabei. Natürlich. Und dann wirst du das sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall. Und dann wirst du das checken. Und dann bin ich mal gespannt. Wir haben 25 Kilo Walnuss. Was ist das, so ein Granulat? Das ist ein Granulat. Aber das werden wir beim nächsten Video sehen. Okay, okay, alles klar. Also, ich ein paar Tage noch Geduld haben. Ja, ist ja gut. Ich hab du bist ja hammerneugierig. Ja, bin ich auch. Also ehrlich. Weiß doch, dass ich neugierig bin. Also Thema Ansaugbrücke haben wir fertig. Aber ich finde es echt schön, dass hier alles nichts ist. Ich finde es schön. 400.000, dann ist es Was hättest du jetzt da erwartet? Was hätte denn da sein können? Ja, hier haben wir einen Ölkühler. Ja. Darunter kann sein, dass da was kaputt wäre. Ne, Agärventil, kann sein, dass da ein Rohr vielleicht kaputt ist, voll rußt. Auch nicht. Mhm. Also da ist gar nichts und das finde ich ja schön. Okay. Ne? Das heißt, wir brauchen da nichts, irgendwas kurz, irgendwas machen. Das hört sich gut an. Ja. Ist doch schön. Aber du hast es ja schon mal gemacht, ne? Aber egal, wir reden jetzt nicht darüber. Ja, okay. Ich habe es schon mal gemacht. Nee. Aber es ist nicht so, dass ich ein Profi bin oder so, ne? Das sage ich dir jetzt schon mal. Okay. Also ich werde mein Bestes geben. Klar. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein. Wenn, dann kommentier bitte unten. Wir beim nächsten Mal. Ja. Sonst frage ich wieder über irgendwelche Sachen, die noch kommen. Ja, es wird ja noch viel kommen. Wir sind ja jetzt dabei, die ganzen Dieselkrankheiten erstmal fertig zu machen. Also ehrlich, ich könnte das sogar bei 100.000 machen. Guckt nach, baut die Ansaugbrücke ab oder lasst es ausbauen, lasst es reinigen. Ihr glaubt nicht, was ihr da rausholen könnt. Aber das werden wir am Ende auf der Rolle sehen. Und mit dem Verbrauch werden wir es auch sehen. Wobei, der Verbrauch durchschnittlich, habe ich ja geguckt, ich bin 1200 Kilometer gefahren, 7,4 Liter. Aber ich muss dazu sagen, sehr viel Kurzstrecke dabei. Das ist Ansaugung des Grauens war es vorher. Ansaugung des Staunens. Des Staunens, genau. So, Eidosch, danke schön fürs Zuschauen. Vom Grazie. Grauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzeit. Bis dann. Und rein. Ciao. Eidosch, du mit deinen Fragen, ey. Ja, lass mich doch. Darf ich doch oder nicht?